Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar Masken. Masken habe ich irgendwie en masse. Ich bin gerade so ein bisschen erschrocken, aber was Mut, ne? Jetzt gucke ich gerade mal. Wo fangen wir denn überhaupt an? Wo fangen wir an? Und zwar mit der schönen Balea-Tuchmaske Bierpanda. Ich finde die wirklich gut. Vor allen Dingen sieht man süß aus, wie ein kleiner Panda-Bär. Dann habe ich hier die Balea Tropical Maske und die Balea Milch und Honig Maske. Also ich glaube, ich muss mal Masken machen. Die Balea Beauty Effekt Tuchmaske. Von Schebens die Erdbeer-Peeling-Maske. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Reinigt sanft und porentief. Dann die Hydro-Gel-Maske. Da bin ich auch mal gespannt. Beruhigt, spendet Feuchtigkeit, besänftigt und schützt. Da muss ja irgendwie das da oben reindrücken und dann, ich lasse mich überraschen. Dann die Balea-Creme-Maske. Das machst du jetzt nicht, Lenny, ja? Der sitzt nämlich hinter der Kamera. Okay, danke. Die Cooling-Maske, die habe ich aber, glaube ich, zweimal. Keine Ahnung. Doch nicht. Doch, da würde ich doch schon sagen. Die habe ich zweimal. Die kommt gleich auch wieder im Kühlschrank. Dann habe ich einmal von Garnier Skin Active die Hydra Bomb. Für feuchtigkeitsbedürftige Haut und einmal für normale und Mischhaut. Jeweils eine. Lässt es bitte. Danke. Dann vom Beauty Mask Strahlkraft für müde Haut. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Dann Winterzaubermaske intensiv pflegend für alle Hauttypen. Dann reinige Detox-Maske. Strahlender Teint reduziert den Hautfettgehalt, Poren verfeinert. Diese hier. Dann habe ich eine Tuchmaske mit brasilianischem Schlamm. Diese hier. Dann von Reval de Loupe eine Maske Harmonie. Wartet mal eben bitte. So, da bin ich wieder. Dann habe ich von Merz Spezial einmal eine reinigende Maske. Langsam, Steffi. Weiße Tonerde und Zink verfeinert das Hautbild und beugt Mitessern vor. Einmal. Und dann habe ich eine Augenmaske Hyaluron und Gurkenextrakt. Ja, das sollte ich vielleicht heute mal machen. Bei meinen Augen. Von Schems, eine Anti-Pickel-Maske, antibakteriell, vermindert den Hautfettgehalt. Kok, 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 gleich ein Huhn. Müsli-Mousse-Maske, Soft-Peeling, reinigt sanft und regenerierend. Ist da Müsli drin? Nicht, dass meine Hühner mir das abnaschen. Nein. Von Schems, Kokostraum-Maske. Kokos, Ananas, Chia-Butter für alle Hauttypen. Also ich weiß definitiv, ich muss Masken machen. Superfood-Maske, neue Energie, spendet Feuchtigkeit, vitalisiert den Teint. Dann meine No-Stripes sind da drin, Nasendinger. Dann die Balea Peel-Off-Maske. Dann habe ich von Reval de Loupe eine Limited Edition Aktivkohlemaske. So eine. Sieht aus wie so ein Bärchmann. Dann von Tamani Kräuter Augenpads. Stärkt, erfrischt und strafft ermüdete, beanspruchte und zarte Augenlider. Das werde ich, glaube ich, heute Abend machen. Wenn ich da heute Abend noch zu kommen. Wenn nicht morgen.
Eine Erdbeermaske, Peeling, aha, und Reinigung, drei Phasen. So, die letzten beiden, einmal Multimasking 3 in 1, reinigen, Poren verfeinernd, regenerierend, Augen, Wangen und T-Zone, diese hier. Und zuletzt ist die Limited Edition Hyaluronmaske, Hydro Boost, glättet und polstert auf, bewahrt die Geschmeidigkeit von Schäbens. Diese hier. Ja, also Masken, Leute, habe ich genug, wie ihr seht. Mal abwarten. Gut, das war mein Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.